Hallo ihr Lieben, hier ist die Susanna Mittermeier, gerade in der Mittagspause bei Right Voice for You in Estland, in Tallinn. Und es ist so der Hammer. Wir haben hier diesen 3-Tages Right Voice for You Kurs und hatten jetzt gerade den ersten Vormittag. Und ich habe schon lange nicht mehr Right Voice for You auf Englisch gehalten. Das ist so cool. Man merkt also, wie die Sprache auch den Kurs verändert. Das ist so cool. Also bei dem Kurs sind sehr viele Teilnehmer, die Kinder haben. Und heute am Vormittag haben wir darüber gesprochen, deine Stimme als Eltern, als Mama und als Vater zu finden. Und da war ein Bursch im Kurs, der seine Mama ein bisschen schwierig gemacht hat. Und da habe ich sie facilitiert, wie sie mit ihrem Sohn anders umgehen kann. Und da haben wir gesehen, so genial, wie sie sich erlaubt hat, ihre Stimme zu sein im Kurs, hat sich die Welt, also erstens einmal das Verhalten vom Sohn, sofort verändert. Und die Welt des Sohnes hat sich vollkommen verändert, weil sie hat immer gedacht, na, wenn ich eine gute Mama bin, dann Punkt, 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 und hat zig viele Ansichten und Lügen abgekauft, was es bedeutet, eine gute Mutter zu sein. Und hat es natürlich bewertet, dass ihr Sohn nicht so ist, wie man denkt, dass ein Sohn sein soll. Und dann dachte sie immer, sie muss ihm das richtige Verhalten beibringen. Ja? Sie muss ihm sagen, was er tun soll und was richtig ist und was falsch ist und was er tun soll und was er nicht tun soll. Und dann haben wir einfach gesehen, wow, wenn sie einfach ihre Welt verändert, wenn sie sich erlaubt, sie zu sein und ihre einzigartige Stimme zu finden, ohne es verbal ausdrücken zu müssen, einfach nur sich selbst zu erlauben, sie sich selbst in ihrer Welt zu haben, ja, sich selbst nicht sich selbst zu exkludieren, sondern sich selbst in ihrer Welt zu haben, wie das nicht nur ihre Welt verändert hat, sondern auch die Welt vom Sohn. Das war so gigantisch. Wir konnten das in Action mitverfolgen und alle waren total begeistert, weil sie gemerkt haben, ah, so kann ich mit meinen Kindern auch umgehen. Ja? Ich muss nicht sie dazu zwingen oder dazu bringen, das Richtige zu sagen oder das richtige Verhalten an den Tag zu legen, sondern ich kann einfach mich selbst rausholen, ja, mir selbst Platz geben, weil als Eltern gibt man oft seinen Kindern Platz, aber vergisst sich selbst. Und dann in dem Moment, wo sie sich selbst Platz gegeben hat, hat sich auch die Welt des Sohnes und das Verhalten des Sohnes ganz automatisch als Nebeneffekt verändert. Das war so cool. Und das war erst der erste Vormittag. So, so cool zu sehen, wie wenn man sich selbst Platz gibt und sich selbst Teil der Welt sein lässt, was dann alles möglich ist. So, was ist für dich heute möglich, wenn du dich selbst Teil der Welt sein lässt und nicht nur dich von der Welt abgrenzt und sagst, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, sondern wenn du dir erlaubst, Teil dieser Welt zu werden, wie viel Platz hast du dann, wie viel Raum hast du dann und wie viele Möglichkeiten, nicht nur die Welt zu verändern, sondern auch deine Welt zu verändern. Wow, ich liebe diese Right Voice for You Kurse. Man lernt diese Access Tools in Action zu verwenden und man wird überrascht, was in einem selber steckt. Und die Stimme finden, ja, das heißt nicht nur singen, sondern das heißt vor allem deine Stimme finden als Eltern, als Businessmensch, deine Stimme mit Geld finden, deine Stimme mit Körper finden und so weiter. Also ich freue mich riesig, riesig auf den nächsten Right Voice for You Kurs schon in 2 Wochen in Augsburg in Deutschland. Und bis dahin, alles Liebe aus Estland.